Vielen Dank für diese nette Vorstellung und vielen Dank auch den Veranstaltern für die Einladung, in diesen ganz besonders schönen Raum, in dem ich in grauer Vorzeit unter sehr magischen Gefühlen, glaube ich, meine Promotionsrolle in die Hand nehmen durfte. Und vielen Dank auch, dass ich zu magischen Denken reden darf hier, aus doppelten Gründen. Man hat ja jetzt in der Diskussion schon sehen können, dass das ein durchaus spannendes Thema ist, nicht ganz unumfedert, und ich werde versuchen, diese Sache noch spannender zu machen. Und vielen Dank auch, dass es ausgerechnet der grüne Kreis war, für den ich das Thema aufgreifen darf, denn da gibt es eine ganz besondere Verbindung. Ich habe mit Günter Bernhaupt, denke ich, einen der magischsten Freunde und Kollegen seiner Zeit gehabt, und wir haben im Jahr 83 und in den Jahren vorher uns oft getroffen, und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass dieser Mensch ganz magisch sein muss, weil er war damals in einem Alter, wo andere sich schon eher zur Ruhe setzen. Und da hat er noch einmal angefangen mit der Drogengeschichte und mit Bauernhöfen. Und ich habe ihn ungeheuer bewundert und fast ein bisschen bemitleidet und bin erst später draufgekommen, dass ich ja damals auch schon wieder neu angefangen habe in Kärnten mit der Suchttherapie. Und eigentlich, glaube ich, war Günter Bernhaupt einer der interessantesten Menschen. Er war der Schrecken aller biederen Beamten und einfachen Politiker, und er hat aber trotzdem ungeheuer viel hergebracht und viel zusammengebracht, und was er zusammengebracht hat, das wissen sehr viele, die hier im Saal sitzen. Das war schlicht Magie. Und ich werde am Schluss vielleicht noch einmal auf ihn zu sprechen kommen. Jetzt möchte ich einmal beginnen, ein bisschen zu erklären, was man so allgemein unter Magie versteht. Und das haben Sie schon erkannt aus der früheren Diskussion. Ganz wird man den Begriff Magie nie abgrenzen können. Er hat ungeheuer viele Verzahnungen in viele Gebiete. Es gibt ungeheuer viele Missverständnisse über das magische Denken, im menschlichen Denken. Was redet man so oder denkt man so häufig, dass der Homo sapiens sapiens, wir nennen uns ja gleich zweimal Sapiens, das sollte uns nachdenklich über uns machen, sehr nachdenklich, überwiegend intellektuell gesteuert ist, dass das magische Denken natürlich beim Gesunden überhaupt keine Rolle spielt, dass es fast immer krank ist, das werden wir widerlegen, denke ich, in diesem kurzen Vortrag, dass es fast immer oder fast nie wirklich ein direktes Therapieziel darstellt, denn der Homo sapiens sapiens ist ja allen anderen Lebewesen haushoch überlegen, kann alle diese Dinge, die ich Ihnen hier zeige, und noch sehr, sehr viel mehr. Er hat die Erde durch seine Technologie ungeheuer verändert, sehr stark zu ihrem Vorteil, wie wir alle wissen, und er ist durch seinen Intellekt geleitet, das kann man ja erkennen, wenn man ins Google geht, da gibt es ja sehr viele Beweise dafür, einige habe ich hier aufgezeichnet, die Astrologie, die Lebensentscheidungen durch Familienaufstellung, wichtige Lebensentscheidungen durch Weltuntergangsszenarien, auch im Suchtbereich werde ich Ihnen einige Dinge zeigen, die uns ungeheuer viel weiterbringen. Ich kommentiere sie nicht im Einzelnen. Sie sehen, dass wir eigentlich alle völlig umsonst hier sitzen, weil fast alles geht ja in einem Tag und ist ganz einfach und sogar relativ preisgünstig zu erledigen. Ich weiß gar nicht, warum wir immer von diesen Langzeittherapien und all diesen Schwierigkeiten reden. Aber man sieht, es gibt also neben dem Intellekt doch auch einige andere Dinge und Denkrichtungen.
Und es gibt ja auch einige sehr, sehr gute Bücher und Denkrichtungen in dieser Richtung, nämlich magische Denkrichtungen. Und dementsprechend versuchen wir jetzt, das ein bisschen zusammenzufassen, was da dort so publiziert wird. Wenn man das versucht, sehr einfach darzustellen, und ich habe mich bemüht, das zu tun, dann ist das, wie Sie hier sehen, die Annahme, dass Gedanken, Worte, Handlungen, Ereignisse Einfluss auf eigentlich ursächlich damit nicht beweisbar verbundene Ereignisse oder Fakten nehmen. Das klingt ein bisschen geschwollen, wie alle Definitionen wissenschaftliche, die vor allem in der deutschen Sprache abgefasst werden, ist noch dazu von mir gekürzt, also keine sehr gute Diskussionsgrundlage. Wenn wir aber das näher anschauen, dann haben wir alle in unserer Kindheit nach den Befunden von Piaget und anderen entwicklungspsychologisch in der Lebensaltersstufe zwischen dem 2. und dem 5. Lebensjahr eine präoperationale Denkphase, wo wir durchaus magische Denkelemente durchlaufen, bis wir die Fakten halbwegs rational aneinander reihen bzw. diese magischen Elemente wieder entfernen. Das heißt, Piaget und andere sagen, das magische Denken wird nicht erlernt, sondern es wird im Laufe der Zeit wieder verlernt. Ich behaupte, es gibt Leute, die ihr ganzes Leben lang Magisches eher erlernen oder zulernen, aber so schaut es halt einfach aus. Natürlich gibt es psychische Erkrankungen, das wissen alle klinischen Psychiater und vor allem die Psychopharmakologen, dass magisches Denken Ausdruck psychischer Erkrankungen und Therapien sein kann. Aber natürlich ist das magische Denken auch ein ständiges Element normalen Denkens im Alltag. Zielbereiche magischen Denkens, wirklichen magischen Denkens, sind im Wesentlichen 7, 8 Bereiche, die ineinander übergehen, über natürliche Fernwirkungen, Gedankenübertragungen. Sie rufen jemanden an, den Sie schon ein Dreivierteljahr nicht anrufen wollen. Der hebt ab und sagt, das muss jetzt Gedankenübertragung gewesen sein, weil ich will dich auch gerade anrufen. Der schiebt das auch schon gerade ein Dreivierteljahr auf, weil er eigentlich auch mit Ihnen die ganze Zeit schon nicht telefonieren will. Beispiel, Gegenstände übertragen Eigenschaften ihrer Besitzer, scheinbar magisch auf andere. Ich werde ein paar kurze Beispiele bringen, darum zähle ich es jetzt einmal nur auf. Gemeinsame Eigenschaften bewirken auch andere ähnliche Effekte. Diese aus der Literatur stammende Bezeichnung homöopathische oder imitative Magie ist kein Angriff auf die Homöopathie, also anwesende Homöopathen, bitte mich zu schonen, stammt aus der Literatur. Die Beeinflussung der Außenwelt durch Worte, Formeln, Sprüchen kennen wir alles. Symbole, Amulette vermitteln Schutz und übernatürliche Kräfte. Ich war einmal bei einem wichtigen Gesundheitsfunktionär, um bei ihm für ein sehr konkretes medizinisches Projekt vorzusprechen und habe mit Entsetzen zahlreiche Armbänder an seinem linken Handgelenk gesehen und habe sofort mit meiner vernünftigen Argumentation wieder aufgehört. Dann gibt es Menschen mit magischem Wissen um die Zukunft, die Ereignisse vorhersehen können. Denken Sie an die vielen Berater in der Wirtschaft und in der Politik, hochbezahlte Menschen und Gremien. Ich hätte gerne Ihr Salär. Und die verschiedenen unsichtbaren Akteure, Götter, Geister, Geheimgesellschaften. Denken Sie an die verschiedenen Trink- und Alkoholrituale, die in diesen Gesellschaften auch üblich sind. Wenn man ins Internet hineinschaut und sucht Beispiele für Annahmen übernatürlicher Fernwirkungen, finden Sie jede Menge über Telepathiekurse
schon ab 29 Euro ist eigentlich recht verführerisch, wird das vielleicht noch einmal geben. Sie finden bei sehr seriösen Reiseunternehmen günstige Reisen zum brasilianischen Geistheiler und Heiler João de Deus und auch Blitzhypnose-Seminare, wo Sie Suchttherapie ohne größere Mühe erwerben können, sind gar nicht teuer, auch in deutschen Instituten und ähnliches mehr. Sehr verführerisch, magisch sind auch Angebote, die man schon überlegen sollte. Beispielsweise erzielen Kleider prominenter absolute Höchstpreise, vor allem wenn sich nachweisen lässt, dass sie echt sind. Und es sind also Waffen sehr gesucht, die bestimmte Wunden erzeugt haben, weil sie diese Wunden auch heilen können. Das war vor allem im Mittelalter der Fall. Und ein in unserem Thema nach wie vor sehr, sehr wichtiger Punkt, der mich immer sehr gewundert hat, war die ungeheure Sportfreudigkeit von Brauereidirektoren. Ich habe mich immer gefragt, warum diese beleibten Herren so viel für Sportförderung ausgeben. Stiegelbräu beispielsweise war immer Sponsor von SK Rapid. Hans-Peter wird das wissen, glaube ich. Ja. Das hat was mit Minderwertigkeitsgefühlen junger, selbstwertgestörter Menschen zu tun, die der Meinung sind, dass ihr Selbstwert steigt, wenn sie das Getränk kaufen, das auf der Fußballadresse dieses gewaltigen Goleadors, Fußballers drauf ist, und wenn sie dieses Getränk trinken, dann werden sie auch ein gewaltiger Fußballrecke, was ja völlig blödsinnig ist, aber es muss sich ungeheuer rechnen. Die alte Weisheit unter Trinkern, dass man sich mit dem Getränk nüchtern machen kann, mit dem man sich am Vortag betrunken gemacht hat. Eine nicht sehr schlaue Idee, aber sehr verbreitet. Die homöopathische und imitative Magie, die jetzt in der Konjunktur der heilenden Steine wieder einen sehr starken Aufschwung gewonnen hat, dass man einen rot-violetten Amethyst besitzen muss, weil dann wird man von Rotwein weder betrunken noch einen Kater bekommen. Und alle diese imitativen Vorstellungen, die ich hier auch dargestellt habe, die nach wie vor in der Bevölkerung sehr, sehr stark verbreitet sind. Sehr spannend und immer noch so im allgemeinen Bereich des magischen Denkens sehr gut verankert sind Flüche und Bannsprüche, und dass das Aussprechen eines Unheils das Unheil hervor, nur ja nicht aussprechen oder es am besten umdrehen in Richtung von Segenswünschen und Anrufen. Was sagt man, wenn man ein schädliches Getränk zu sich nimmt, von dem man weiß, dass man am nächsten Tag Kopfweh, Übelkeit und Erbrechen haben wird? Man ruft Prosit, Wohlbekommens, Gesundheit, obwohl es genau das Gegenteil hervorbringen wird. Und sehr spannend auch in unserer deutschen Sprache ist, dass man den Teufel den Gehörnten nennt, den Bären den Braunen und nicht den Gefährlichen. Und wenn jemand in beispielsweise meine durch den Ruf des Alkoholismustherapeuten verdorbene Praxis gerät, dann sagt er nicht, er ist ein Alkoholiker, sondern er sagt, er hat ein Problem, ein kleines Problem, sagt er am Telefon meiner Frau. Ich habe ein kleines Problem, und sie sagt dann zu mir, hat sich schon wieder ein Alkoholiker bei dir angemeldet. Also das ist so der Sprachgebrauch. Nun, Menschen mit magischen Fähigkeiten
Das sind so die klassischen Besetzungen. Dazu kommen aber nun die Heiler, die medizinischen Koryphäen. Entschuldigen Sie. Die Pharmakologen und die Pharmazeuten möglicherweise, wenn man sehr polemisch sehen wollte. Es gibt dann die Zunft der Eunologen, die sich auch inzwischen so gerieren. Ich habe im Google nachgeschaut, es gibt den Bund deutscher Önologen, wo auch ganz geheimnisvolle Fähigkeiten verbunden sind damit und wo durchaus magische Besetzungen vorhanden sind. Jetzt, um der Diskussion nachzugehen, die schon entbrannt ist, bevor ich hier auf das Podium gestiegen bin, was magische Fähigkeiten sind und wie sie entstehen. Es scheint so zu sein, dass wir nach wie vor mit zwei getrennten Systemen denken und arbeiten, die natürlich ineinander fließen. Wir haben aus unserer Vorgeschichte das ältere, vorbewusste, intuitive Erfahrungssystem, das wir ja dringend gebraucht haben, als wir durch Wälder und Savannen striffen in kleineren oder größeren Stammesverbänden und wo es mit wissenschaftlichem Denken noch nicht sehr weit geführt hat und wo uns das Bauchgefühl einfach gesagt hat, dort gehst nicht hin und dort gehst hin und dort wird vielleicht eine Antilopenherde mit einer hinkenden Antilope sein und da kann man vielleicht etwas ausrichten. Und das rationale System, das uns letztlich in die Neurobiologie geführt hat. Und dass das eine System schneller und gefühlsbetont ist, wir würden heute sagen digital, und das andere eher emotional, das ist, denke ich, heute ziemlich klar. Und es ist offensichtlich nach wie vor so, und Grüter hat das auch immer wieder betont, dass sehr oft und nach wie vor die Intuition gewinnen muss, sonst würde es nicht in allen Zeitungen, einschließlich der Kronenzeitung, ein tägliches Horoskop auf zwei Seiten geben und sehr viele Leute sich danach richten. Das magische Denken ist sicher in unserer Kultur sehr verankert. Ich habe hier nur ein paar Punkte hervorgehoben, die Esoterik, die Parapsychologie, die Medizin. Ich betone immer, dass es in der Medizin auch eine Paramedizin gibt. Das ist gar keine Frage. Ich glaube sogar auch in der Pharmakologie, in Religionen, in Sekten. Und ganz groß geschrieben habe ich die Werbung. Die lebt von dem magischen Denken und viele andere Bereiche. Und ich möchte auch ganz besonders hervorheben, dass magisches Denken sehr, sehr viele positive Effekte in unserem Leben hat. Denn wenn wir nicht Träume von einem besseren Leben, und zwar in jeder Lebens- und Altersstufe haben könnten, dann gute Nacht, könnte man sagen. Wenn es uns nicht gelingt, nahestehenden Menschen auch magische Eigenschaften zuzuweisen, wäre das Leben traurig. Das Gleiche gilt wohl für Musik, Kunst. Bildhauerei ohne magisches Denken wäre eine elende Arbeit beispielsweise und ich möchte viele andere Bereiche jetzt hier höflicherweise nicht nennen, das bleibt Ihrer Fantasie oblegen. Magische Plätze, Kultstätten, magische Erwartungen, Hoffen auf Glück. Ich bin, obwohl ich mich sehr mit dem Glücksspiel und sehr polemisch befasse, absolut nicht dafür, die Glücksspielindustrie abzuschaffen. Sie sollte sich nur etwas höflicher und etwas anständiger um ihre Kundschaft bemühen und vielleicht auch etwas mit etwas besseren Chancen. Wo wird es mit dem magischen Denken riskant? Es wird dann riskant, wenn das magische Denken aus Schwäche, aus Lebenskrisen, aus Not mit magischen Mitteln bekämpft wird. Ich werde dann noch einmal kurz darauf zu sprechen kommen, dass die Glücksspielindustrie mit wenig Gebildeten, mit Migranten und mit Arbeitslosen das größte Geschäft macht. Und das ist eigentlich das Schlimme an der ganzen Angelegenheit. Wenn die Magie zum Fluchtort wird und man dort nicht mehr wegkommt, wenn die Realität verdrängt wird,
wenn das Risiko überhand nimmt und wenn damit Familie, soziale Situation und persönliche Integration verloren geht. Natürlich haben wir bei psychischen Erkrankungen, das habe ich schon angesprochen, jede Menge magisches Denken. Ich bringe hier nur eine kleine Auswahl. Natürlich bei Psychosen, natürlich bei bestimmten Persönlichkeitsstörungen, man denke an Borderline, an Narzissten, an dependente Menschen, die in andere Magisches hineininterpretieren, was überhaupt nicht stimmen kann. Man denke an Panikpatienten, die ein Podium so magisch besetzen, dass es ein Ort des Todes darstellt. Man denke, ich hoffe, es ist niemand von denen da, das, was die Pharmaindustrie Magisches besetzt. Es gibt ja die Geschichte, dass ein Mensch in eine Apotheke geht und seinen Freund, den Apotheker, fragt, vorsichtig, ob er auch etwas für die Katz, für seine Katz hat, und der zeigt dann seine ganze Rubrik, sein ganzes Ding und sagt, hier ist alles für die Katz. Ja. Und natürlich die magische Problematik, auf die ich jetzt im zweiten Abschnitt eingehe, im Suchtbereich. Nun, das magische Denken im Suchtbereich, mal schauen, wie ich stehe, ja, hat ein paar besondere Kriterien. Natürlich ist es Wissenschaft, hat es wissenschaftlich nicht belegbare Effekte. Meistens handelt es sich um die Übertragungsmagie mit Wunschdenken, sehr oft eine starke Koppelung, das wissen alle, die mit Alkohol- und Drogenabhängigen arbeiten, mit dem Selbstwert. Meistens ist das Ganze therapeutisch präventiv nicht sehr produktiv, nicht sehr positiv. Was gibt es jetzt für konkrete Beispiele? Den Glauben an die Erweiterung des Bewusstseins durch Drogen können Sie mit jedem Drogenabhängigen immer wieder bestätigt finden. Der Glaube an die sozial fördernde Wirkung des Alkohols, der Glaube an die persönliche Aufwertung, beispielsweise durch Suchtmittel, die magische Zuschreibung an ganz spezifische, oft gar nicht vorhandene Effekte bestimmter Drogen. Stundenlang können Sie sich im Gespräch zwischen Drogenabhängigen einen kompletten Unsinn anhören, was der rote Libanese besser kann als irgendein anderer oder so einen ähnlichen Unsinn. Und vor allem die Furcht des Verlusts sozialer Kompetenz beim Suchtmittelentzug. Die meisten Süchtigen haben nicht so sehr die Angst vor den entsetzlichen Entzugssymptomen. Das ist eine journalistische Übertreibung, sondern sie fühlen sich entsetzlich schwach, wenn sie die Unterstützung des Suchtmittels nicht mehr haben. Nun, mein eigentlicher Co-Autor ist der Cartoonist, der internationale Cartoonist Dietmar Keinrath, der Ihnen diese Dinge hier widerspiegelt und gezeichnet hat und der das leider sehr genau kennt. Bitte halten Sie ihn ja nicht für lustig in seinen Bildern. Das, was er Ihnen hier zeigt, ist sehr, sehr bitter. Er karikiert den Mut durch den Alkohol, den gesellschaftlichen Aufstieg durch den Alkohol, das Gleichgewicht, die magische Vorstellung des Gleichgewichts durch das Trinken, die Hilfe gegen Ängste, das hat er alles gut gekannt, die Kreativität durch den Alkohol, die Förderung der Geselligkeit durch den Alkohol. Das ist überhaupt nicht lustig, was er da von der Partnerschaft durch den Alkohol, an die ganz Österreich fest glaubt, dargestellt hat. Die Unabhängigkeit durch den Alkohol, den wahren Charakter durch den Alkohol und den Glauben vieler Menschen, dass sie durch den Alkohol jederzeit aufhören können. Und dann gibt es natürlich die magischen Vorstellungen Substanzabhängiger. Wie gesagt, das ist magisches Denken aus der Defizienz, aus der Schwäche. Das ist eine Seite des magischen Denkens bei und nach dem Entzug.
Die ganz große Angst ist, ohne Wirkung des Alkohols wird man meine Schwächen erkennen. Dann die immer wieder gegebene Vorstellung, wenn ich meinen Alkoholkonsum ein wenig bremse, dann wird alles gut werden. Dann passt es schon. Dann die leider, ich habe jetzt dreimal leider gesagt, auch von Leuten geförderte Vorstellung, von Therapeuten geförderte Vorstellung, es gibt schon sicher einen Spezialisten, der mir die Abstinenz erspart. Es gibt immer einen, der das spielt. Man wird ein Medikament finden, das mir das kontrollierte Trinken ermöglicht. Es gibt immer wieder Firmen, die so etwas, solche Hoffnungen nähern. Ich habe das in meiner leider schon langen Therapeutenzeit 3 oder 4 Mal erlebt, dass diese Wurst vor die Patienten gehängt wird und sie dieser Wurst nachlaufen. Die Fehlvorstellung, wenn meine psychischen Probleme behandelt sind, dann kann ich wieder Alkohol konsumieren. Das sind so diese Vorstellungen, die wir bei unseren Süchtigen übermäßig oft finden, und das ist eine traurige Geschichte. Und jetzt gibt es die Fehlmeinung, naja, die sind halt tief drin und da funktioniert das Hirn halt schon schlecht und dann kommen diese Vorstellungen halt heraus. Diese Vorstellungen kommen aus der Normalität heraus. Wo sind die Wurzeln? Die beginnen in der Werbung. Die Alkoholwerbung auf Sportladressen habe ich schon erzählt. Die Alkopops sind nur für Jugendliche produziert und designiert und beworben. Erwachsener würde das nie kaufen. Alkohol tröstet traurige Menschen. Es gab eine sehr verdichtete Werbung für traurige Frauen, auch im Spiegel in Deutschland, bis sie verboten wurde. Die Tranquilizer-Werbung mit der Harmonisierung der Psyche wurde auch verboten, nach 10 Jahren, die sie stark gelaufen ist. Und die Drogenwerbung indirekt und gar nicht bös gemeint, indem man zeigt, welche Popstars, Fußballer, Gräfinnen und Baroninnen sich die Straßen hineinziehen oder den stolz geschwellten Drogenfahnder, der behauptet, dass er soeben wieder Gift im Werte von 500.000 Euro gefasst hat. In Wirklichkeit ist das gar nichts wert, weil es am nächsten Müllplatz verbrannt wird. Alles das sind sehr indirekte Werbungen und schaffen ein Bild, das sehr unrealistisch ist. Ich komme zum nächsten Bereich. Das Kaufen, das Problematische und Süchtige Kaufen, das viel häufiger ist als das Spielen, das aber wahrscheinlich noch häufiger ist, als diese Zahlen angeben. Nun, kurze Definition, Kaufsucht, die Kriterien. Süchtig ist man nicht nach dem gekauften Objekt, sondern süchtig ist man nach dem Kaufprozess. Und es sind alle Kriterien zur Sucht hier enthalten, auch die Entzugserscheinungen, auch das Suchtverhalten, der Drang, das Craving. Und der Hintergrund ist auch wieder die Realitätsverweigerung, das Selbstwertproblem, Selbstinkompetenz, also alles, was man für eine Sucht braucht. Und im Endeffekt signalisiert das Kaufen auch wieder Autarkie, Selbstwertsteigerung, Sicherheit. Im Hintergrund steht auch wieder die Werbung, ich mache das relativ kurz, und es wird versucht, dem Menschen das Gefühl zu vermitteln, dass er dadurch wertvoller wird. Das kennen Sie alle, das kann ich relativ kurz halten, das sind Dinge, die Ihnen täglich in irgendeiner Weise vermittelt werden und die man bis zum Erbrechen vermittelt bekommt und trotzdem schaut man es sich an. Warum, weiß man eigentlich nicht, es führt aber trotzdem zum Erfolg. Der gemeinsame Nenner ist wieder die Selbstaufwertung, das heißt, es wird sehr stark appelliert auf unsere Selbstwertproblematik.
Ich komme zum letzten Bereich, das Glücksspiel, warum man eigentlich dabei den Kopf verlieren kann. Das ganz kurz zur Erklärung, weil wir sind ja Gott sei Dank alle reife und adarke Menschen, haben auch null Selbstwertprobleme, sonst würden wir nicht hier sitzen und Therapeuten sein. Es gibt aber Menschen, die haben eine gewisse Vulnerabilität in ihrem Selbstkonzept, sind selbst unsicher, die gehen in ein Casino oder in ein Automatenbordell, hätte ich fast gesagt, in einen Automatensalon, sage ich selbstverständlich. Es scheppert, sie gewinnen eine Kleinigkeit, auf einmal fühlen sie sich als etwas Besonderes, als belohnt, sie gewinnen eine neue Identität und sie werden auf einmal ein neuer Mensch. Und dann verlieren sie und dann müssen sie dieser neuen Identität nachjagen. Das kostet sie viel Geld, das führt zu Turbulenzen in der Familie und in ihrem sozialen System. Irgendwann einmal fällt das auf, dann werden sie beschimpft, aber doch freigekauft von der Familie. Das verwenden sie aber dann doch wieder als Einsatz und als Spielgewinn und dann geht's bergab. Das ist so grob gesprochen die Karriere der Spielsucht, dass das sehr viel Porzellan zerschlagt, ist uns allen völlig klar. Das Ganze führt zu massiven kognitiven Verzerrungen und dieses ganze magische Denken ist uns weniger aufgefallen beim Substanzabhängigen und viel mehr beim Spielsüchtigen, weil das in der Therapie sehr viel und sehr rasch herauskommt, dass uns die Spieler sagen, ja, ich habe schon gesehen, wir haben ein Problem, aber das holen wir alles wieder auf, weil wir sind uns jetzt im Klaren, wir können das Spiel jetzt beeinflussen, wir haben jetzt den totalen Durchblick, wir werden das Spiel jetzt kontrollieren können, irgendwann werden wir gewinnen, wir spielen schon so lang und einmal gewinnt man dann doch. Sie haben selektive Wahrnehmungen, sie blenden die Probleme aus und sie glauben, ich kann eh aufhören, wann immer ich will. Das sind so die Aussagen, die wir immer wieder hören. Ich gewinne, weil ich ein besonderer Mensch bin. Ich bin ein Glücksmensch, ein Sonntagskind, also eine absolute Fehleinschätzung in eine pseudonarzistische Richtung. Ich kann das Spiel lesen, ich trickse den Automaten aus, ich habe ein unfehlbares System entwickelt, immer die gleichen Aussagen und immer die gleichen magischen Rituale, Opfergaben an Croupiers beispielsweise. Ich ging ab und zu mit einem mit mir befreundeten, spielgeneigten, psychologischen Freund und Kollegen in das Casino Lindau. Was hat er als erstes gemacht? Er hat einen Bettler, der gegenüber dem Casino saß, 100 Schilling in den Hut geworfen. Ich habe ihn immer gefragt, bist du wahnsinnig, mit den 100 Schilling kannst du ja gewinnen. Hat er gesagt, wenn ich das nicht mache, dann werde ich verlieren. Ich hielt den Bettler mit absoluter Sicherheit für einen verkappten Mitarbeiter von Casinos Austria. Allerdings wollte mir mein Freund nicht glauben. Verloren hat er trotzdem. Also Opfergaben, den richtigen Pullover, den Gewinnpullover anziehen. Dann gibt es Spieler, die uns erzählen, dass sie nur in Lokale gehen, wo ihnen das Personal den Automaten sagt, der den höchsten Gewinnausschüttung hat. Und je nachdem spielen sie bei dem oder bei dem gerade nicht, weil der hat jetzt gerade ausgeschüttet. Oder nur wenn die richtige Kellnerin Dienst hat oder nur kärntnerisch, wenn die rechte Hand brezelt, juckt. Ja. Nicht aber, wenn die linke Hand juckt, dann darf man nicht spielen. Also da gibt es jede Menge magische Rituale und Aberglauben. Und hier hat Dietmar Keinrath auch seine bitteren Erfahrungen wieder niedergelegt. Halten Sie es ja nicht für lustig. Alle diese Geschichten haben natürlich wieder ihre Wurzeln im Alltag. Jedes Mal, wenn ich
zu einer bestimmten Zeit den Fernseher aufdrehe und ich habe die unglückliche Hand, zu dieser Zeit aufzudrehen, muss ich mir alle diese Dinge anhören, reicher als reich, und schon stürze ich mit einem Schrei zum Fernseher, um ein unspezifisches Programm zu erreichen. Glaub ans Glück und alle diese Formulierungen von sehr, achten Sie auf die sehr seriösen Stimmen, die in einem absoluten, der Ansage, in einem absoluten Kontrast zu der großen Unwahrscheinlichkeit stehen, der Aussagen. Die Wahrscheinlichkeit, vom Blitz getroffen zu werden, ist um ein Vielfaches höher, als dass Sie einen Millionengewinn machen bei dieser Institution, die Ihnen das verspricht. Es werden also absolut sehr, sehr unseriöse Aussagen gemacht, die seit 3 Jahren intensivst gemachte Glücksdiskussion, Glücksbücher, Glücksfeuilletons, das kommt nicht von Zufall, sondern das hat alles seinen Hintergrund und seine Zahler. Der ORF macht solche Dinge nicht gratis, glauben Sie mir. Die Pokerweltmeisterversprechungen, die in Sportkanälen gemacht werden, das ist alles kein Zufall, das wissen Sie sicher. Und ganz, ganz eindrucksvoll sind die Ausstattungen der Spielstätten und der Spielgeräte. Übrigens, für die Videoaufzeichnung bitte das nächste Bild herauszuschneiden, weil das könnte eventuell Ärger geben. Aber schauen Sie sich an, wie so eine Spielstätte ausschaut. Sie ist impressionistisch für einen 12-Jährigen und sie spricht offensichtlich auch Menschen an mit der Psyche eines 12- bis 14-Jährigen, aber sie erfüllt auch ihren Zweck. Und ich werde abschließend das noch vielleicht kommentieren. Warum sind diese Spielautomaten so besonders gefährdend? Weil sie verhaltenstheoretisch genau das, was enorm suchtgefährdend ist, erfüllen. Was schon Pavlov und alle anderen seiner Nachfahren gesagt haben, was besonders suchtbahnend ist, eine rasche Belohnung, eine rasche Ereignis. Frequenz, ein kurzes Auszahlungsintervall, scheinbare Interaktionsmöglichkeiten, das heißt, es befinden sich da Hebel, die gar nichts bewirken, aber der Mensch glaubt, er kann etwas tun. Dann sind die draufgekommen, die Automatenhersteller, dass es dem Automatenspieler ja gar nicht mehr so sehr um das Geld geht. Er kriegt beinahe Gewinne, er bekommt Scheinbarkeit. Spiele, also Freispiele, er fühlt sich als Sieger, Geld kriegt er keins. Ja, aber er hat gewonnen, er kriegt eine Fanfare und er kriegt 3 Freispiele und beim 4. Spiel wird das Geld, das er vielleicht hätte schon vorher gewonnen, wieder eingezogen. Der Automat steht im Gasthaus, damit alle hören die Fanfare und dass er ein Sieger ist. Drum kehren Sie aus dem Gasthaus wieder heraus und er steht dort als ungeheuer gewaltiger Sportler und Sieger. Abschließend zurück zur Realität. Was finden wir bei unseren Spielern zu Therapiebeginn vor? Sie haben die Realität völlig verloren. Sie sind wie viele Menschen in seelischer Not auf eine Schwarz-Weiß-Mentalität zurückgefallen, das haben wir auch bei Drogenabhängigen. Der eine ist super, der andere ist vollkommen negativ und ein Vollidiot. Sie sind völlig weg von den Nuancen, entweder ist er der Big Winner oder der Big Loser, aber nie der kleine Verlierer. Schuld sind immer die anderen, weil sie auch in eine narzisstische Schiene geraten sind. Sie verleugnen alle sozialen Gesetzmäßigkeiten und das ist in Österreich besonders putzig, wenn sie alles verloren haben, dann spielen sie vor Gericht weiter, sie klagen die Casinos, weil sie nicht rechtzeitig geschützt worden sind, sie gehen vor Gericht,
Sie versuchen in der Therapie mit den Therapeuten weiterzuspielen, indem sie alle Gesetzmäßigkeiten versuchen, spielen mit den Therapeuten, wie gesagt, viel Vergnügen. Und wenn gar nichts mehr hilft, dann überfallen sie die Spielstätten, um sich ihr Geld wiederzuholen. Es ist in Kärnten mehrfach der Fall gewesen. Das heißt, sie sind nicht sehr einsichtig. Unsere Aufgaben liegen darin, die fehlerhaften Kognitionen zu identifizieren, die Hintergründe zu analysieren, den Betroffenen bewusst zu machen und damit die Einsicht in die Realitätsverluste zu fördern. Das machen wir in einem 10-12-gliedrigen Therapiekonzept. Und Sie sehen etwas, ich gehe jetzt nicht im Einzelnen darauf ein, das würde den Rahmen sprengen. Die Themen sind alle klingen sehr realitätsfern in der Sprache der Spieler. Wir führen sie von ihrer Sprache in die Realitätssprache zurück. Glück in der Liebe, im Spiel und in der Liebe und mein Leben, ein Spiel und ich selbst ist der Beginn, das verstehen Sie und von dort müssen Sie in die Realität zurück und das müssen Sie gemeinsam erarbeiten. Schlussfolgerungen. Magisches Denken im Sinne des Diskutierten gehört zu unserem Alltag und gewinnt oft gegen den Intellekt. Magisches Denken ist in keiner Weise abzulehnen. Ohne magisches Denken, glaube ich, kann man sich nicht einmal eine vernünftige Partnerschaft vorstellen, hat viele tröstliche Aspekte, aber magisches Denken bei labilen Menschen und Menschen in Not kann gefährlich sein und dessen machen sich auch die Werbung und einige andere Strukturen zunutze. Das heißt, Süchtige sind in dieser Richtung besonders gefährdet und dementsprechend muss man besonders in der Suchtkrankentherapie und Prävention auf das magische Denken ganz besonders achten. Und ich denke, und das ist so eine kleine Schlusspolemik, man soll aufpassen, auch bei wir Therapeuten müssen auf folgende Dinge aufpassen. Es gibt bei manchen Therapeuten, und das hat es immer gegeben, sehr unheilvolle Entwicklungen. Sucht durch Suchtmittel heilen, haben wir heute schon mehrfach gehört. Das Sucht zu heilen durch Heroin war eine der unheilvollsten Bestrebungen Anfang des vorletzten Jahrhunderts. War eine schreckliche Geschichte. Es gab in Österreich ein Aufflackern, ein schwaches mit Gamma-Hydroxybuttersäure, hat sich als völliger Schwachsinn erwiesen, verschwindet wieder. Substitol, heftig diskutiert derzeit, jeder mag sich seinen Reim drauf machen, ich habe ihn mir schon lange gemacht. Tranquilizer geht immer in die Hose. Es gibt immer wieder Leute, es kommt auch der Druck von den Süchtigen, die glauben, mit Magie des Therapeuten kann man sich die eigenen Bemühungen der Suchtbefreiung ersparen. Kali Woda hat er, glaube ich, geheißen, der Züricher, eine 2 Minuten oder vielleicht auch 10 Minuten Hypnose und schon erspart man sich die Zigaretten. Die Suchtbefreiung durch ein kategoriales wissenschaftliches System. Ich heile mit meiner Typologie oder was weiß ich, alle Alkoholiker, das wird auch nicht funktionieren können. Leider, gut bemüht, aber leider nein. Und eine Einbildung, die wir keinesfalls haben sollten als Therapeuten, ist, dass wir Suchttherapeuten gescheiter sind am Suchtsektor als alle anderen. Die Automatenentwickler im Spielbereich, sind immer schneller im Hase-Igel-Spiel als wir Therapeuten, wir hinken immer nach. Kontraproduktive Aspekte des magischen Denkens, wenn magisches Denken gegen besseres Wissen zur Selbstschädigung eingesetzt wird, zum Beispiel zum Rückfall, absolut kontraproduktiv. Wenn
die Wissenschaft durch Esoterik ersetzt wird und damit der therapeutische Fortschritt behindert wird, ganz schlecht, dann kippt auch die öffentliche Meinung und die Suchtpolitik und die Prävention. Positive Effekte magischen Denkens im Suchtbereich. Wenn, und da komme ich noch einmal auf Bernhard zurück, Menschen wie Bernhard unter allerdings Verschleiß seiner Lebenskräfte magische Impulse für neue therapeutische und Forschungs- und Fortschritte verströmt, wenn daraus eine veränderte Haltung der Gesellschaft gegenüber Suchtmittelkonsum und Sucht entsteht, wenn daraus eine magische Aufladung der Aufgaben der Suchtprävention und der Suchttherapie entsteht, dann ist das absolut hervorragend. Und deswegen denke ich gern an Bernhard. Dankeschön.